Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age, die Golems von Armgarak mit mir, dem Man-King. So, in dieser Folge sind wir immer noch hier in der Stadt Armgarak, übersetzt von Zwergisch, heißt Sieg, ja, ich glaube Sieg war das. Und ja, wir sind jetzt hier mit diesem komischen Zwerg, Jarek, der uns eigentlich nur aufgetragen hat, ja, wir müssen meinen Bruder suchen. Den haben wir auch gefunden, der ist ein bisschen Banane im Kopf. Sagt auch gerade nichts, ne, schade. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir uns hier umschauen. Denn, ja, die Expedition, die andere Expedition fehlt, oder dieser eine Typ, dessen Tagebücher wir schon die ganze Zeit gesammelt haben. Und, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, worauf das jetzt hier hinausläuft, aber, wow, scheiße. Ich werde erstmal die Typen hier meucheln. Ich kann das jetzt gerade nicht so ganz so resümieren, weil es mir noch nicht immer klar ist, was genau schon hier die ganze Zeit passiert ist. Ach ja, ich hatte letztes Mal aus Versehen, da ich nochmal die Brutmutter besiegt habe, bevor ich mit dem DLC angefangen habe, alles auf leicht, die Schwierigkeit auf leicht gehabt. Jetzt habe ich sie wieder auf normal gestellt, also mal schauen, wie das jetzt hier, wie ich jetzt hier klarkomme mit den Gegnern und so weiter. Ich werde jetzt ein bisschen anders agieren müssen. Oh, ich bin jetzt gleich schon tot. Das ist natürlich schön. Ja, sehr schön. Krieg dir erstmal ein, Junge. Los, schnell. Flap. Oh, ob das jetzt hier so gut geht, weiß ich echt nicht. Oh, scheiße. Wieso kriege ich eigentlich die ganze Zeit was ab? Ich dachte, der hier macht Bedrohung oder irgendwer hat doch Bedrohung. Er hier. Genau. Los, bedrohen. Und urtümliches... Ach, Phantom steht da. Okay. Ja, müssen wir erstmal den Phantom eigentlich kaputt machen. Aber ich bin ja jetzt gleich eh schon tot. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt gerade. Weil das Phantom natürlich hier mit seinen Zaubern ordentlich am Nerven ist. Komm her, du Dreckiges. Bam. Ah, gleich haben wir es. Zweite Luft, schnell! Das haben wir gleich. Jawohl. So, jetzt nerven nicht mehr diese verkackten Zauber von ihm. Ja! Komm, perfekter Schlag. Nochmal ein bisschen hier aktivieren. Jawohl. Bonus auf Angriff. So funktioniert das auch. Alles klar. Und nochmal endlose Unruhe. Dann ist das Vieh gleich auch tot. Ja. Klasse. Sticht weiter. Er sticht einfach weiter. Er hört nicht auf. Ja, los. Mach weiter. Junge. Das geht ab. Nein, hör mal auf. Hör mal auf. Das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich da, stecke ich da fest in dieser... Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass das stimmt. Ach, oh, gut. Huiuiui. Also wenn ich das außerhalb des Kampfes aktiviere, wird das, hört das anscheinend nicht mehr auf. Heftig. Jo, wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Nur geht das natürlich schlecht, während da dieser... diese Barriere ist. Oh, da können wir aber lang. Waren wir da noch nicht, hä? Moment, das schaue ich mir erstmal an. Verstanden. Verstanden. Oh, ein Golem. Oh, noch ein Golem. Oh, ein... Ah, Darion. Scheiße. Da ist der Typ, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Kacke. Mach den doch platt hier. Schnell. Oh nein, jetzt macht er Beben hier. Ich glaube, ich muss mal auch Beben aktivieren oder sowas. Ja, mach mal Beben. Kopf, wo haben wir Beben? Hier. Alles klar. Hat er denn auch reinigende Aura aktiv? Ja, hat er, aber ich bin gleich trotzdem schon tot. Was soll das denn hier? Komm. Gib dem mal ordentlich, ey. Gib mir mal voll auf den Sack hier. Letzter Streich. Flap. Jawoll. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Rhumus funktionuckeln. Ja, wieso ist der Typ ja schon tot? Von, das seine Tagebücher haben wir schon die ganze Zeit gefunden. Kein Problem sein. Darions Notizen. Dies scheinen Darions Notizen über die Schalter im Kontrollraum zu sein. Unter einigen durchgestrichenen Zeilen stehen die Buchstaben GMWC. Geh mal zum WC. Wir haben ihn gefunden. Armer Bastard. Armer Bastard. Mögen die Ahnen ihm gnädig sein. Ja, und soweit ich mich jetzt hier entsinne, haben wir in diesem einen Raum letzter Folge... hier direkt da hinten ist, bei den Golems noch ein paar Schalter gesehen. GMWC. Jetzt, wenn da noch ein Z dazwischen wäre, wie gesagt, wäre das wahrscheinlich geh mal zu WC. Aber hier sind natürlich einige Schalter, die ja benannt sind. Schrift zum G. Mal zum WC. Alles klar. Jetzt ist das hier rot gefärbt. Ich glaube, wir sollten das mal betreten hier. Sollte kein Problem sein. Quest aktualisiert. Du hast dir Zutritt zur Schmiede wieder verschafft. Zerstöre Armgarak von der Schmiede aus, um zu entkommen. Hä? Ich muss Armgarak selbst zerstören, um zu entkommen? Hört sich ja nicht so nice an.
Ja, ich glaube, jetzt, wo das so rot war, dieser Schalter, können wir auch durch diesen roten Schleier da gelangen, da hinten. Wenn das meine Theorie richtig ist. Sehen werden wir es wahrscheinlich erst, wenn wir da vorne sind. Leblose aber Bastarde. Leblose Bastarde, wo? Gib ihm, schnell! Ah! Ein dreckiger, verzehrender Toter. Scheiße! Jungs und Mädels, wo seid ihr? Gut. Super! Die wollen doch... Oh, die wollen doch regelrecht aufs Maul. Irgendein Zauberer hier oder so? Oder was geht hier ab? Da hinten ist ein Zauberer. Nee. Hä? Wo kommen dann die Blitze her? Kapier ich grad nicht. Egal. Aufs Maul und Kopf ab. Ja. Da sind ja noch mehr. Ey, stirb doch mal. Unterwegs. Unterwegs. Ja, also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir hier schon angegriffen werden. Jawohl, jawohl. Coole Sache. Ja, dann müssten wir jetzt eigentlich hier schon... Ich dachte, du vertraust Darien. Er hat gesagt, wir müssen in die Schmiede. Sie ist der Ort, an dem wir alles finden werden. Alles. Auch meine Forschung. Nein, Jarek. Hörst du es denn nicht? Zischen, jagen. Es wartet da drin. Es wird sich dein Gesicht überziehen, Jarek. Es wird es dir in Streifen herunterreißen. Ja, ich will dieses komische Vieh endlich mal sehen. Dass wir schon die ganze Zeit hier suchen. Hallo. Ist hier irgendwas? Hier wird mir nichts angezeigt. Ich schätze mal, wir müssen wieder die normale Welt. Wenn das hier möglich ist. Da hinten ist irgendwie. Boah. Oder was ist das? Ist das ein Vieh? Der Ernte, das ist er doch. Der Dreckige. Boah. Boah. Das kenne ich jetzt aber irgendwoher. Moment mal. Den Kodex will ich aber noch kurz vorlesen. Das interessiert mich gerade. Der Ernter ist das Produkt eines missglückten Experiments, bei dem es darum ging, Paragon Carradins Forschung wieder aufleben zu lassen und neue Golems für Orsama zu erschaffen. Hä, wie das denn? Die Forscher verwendeten die Körper kastenloser Zwerge als billige Alternative zu Stein oder Stahl und banden Geister des Nichts an das tote Fleisch, um es zum Leben zu erwecken. Die Kreatur erwies sich jedoch als unkontrollierbar, was den Tod der gesamten Forschungsgruppe zur Folge hatte. Der Ernter wirkt wie ein grauenvolles Konstrukt aus faulenden, zuckenden Gliedmaßen mit einem unverhältnismäßig großen Kopf. Er ist in der Lage, sich an größeren Konstrukte aus Fleisch zu binden und diese zu kontrollieren. Hört sich ziemlich eklig an. Und tja, der sieht total so aus wie einer der Endgegner von Dragon Age 2. Nun ja, wieso weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, lasst uns einfach hier beginnen. Der hässliche, so, was mache ich denn? Erstmal ein bisschen hier was ausstatten mit, was haben wir denn noch hier so an Säuren? Elementbeschichtung, oh ja, das hört sich gut an. Jawohl, dann kann ich, oh, die Brandbombe, naja, weiß nicht, ob ich jetzt hier schon eine Brandbombe hinlegen sollte. Was hat er in deiner Hand? Das will er auch werfen, scheiße! Bah! Uns ja total getroffen jetzt hier. Ups, okay. Bah, er sieht aber ziemlich hässlich aus. So, wie machen wir das denn? Erstmal, ich würde am besten erstmal hier jenseits des Schleiers aktivieren. Das habe ich natürlich jetzt hier nicht in der Leiste, sondern genau da. Ja! So, greift doch einfach mal an, ihr Jungs hier. Du kannst vielleicht nochmal zwischendurch so einen schwachen Mundumschlag nehmen. Flop, Angriff! So, er macht Kettenblitz. Achso, er hat den Kettenblitz, genau. Wow, was ist das denn für einer? Abgeernteter Leichnam und wir sind gleich alle tot. Und er hat noch nichts verloren. Scheiße. Ist ja mal mega heftig. Wie mache ich den denn platt? Zeit zu töten. Also er ist natürlich hier der Tank, aber trotzdem kann er auch nicht so einfach abkacken. Hallo? Kriegt er noch einen, Junge. Genau wie du hier. Du sollst uns eigentlich alle heilen. Aber ich muss jetzt hier alle heilen mit den Wundumschlägen. Das ist ja mal mega kacke. So, der Leichnam ist schon mal weg. So. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich muss den irgendwie schnell erledigen. Komm, ich greife einfach mal an. Ach ja, der ist gleich auch tot. Ist kein Problem. Kann der jetzt überhaupt Wundumschläge benutzen? Nee, anscheinend nicht. Scheiße. Aber er hier muss mal Wundumschläge benutzen. Ist er gleich tot? Scheiße, wie mache ich den denn platt? Den kann ich gar nicht platt machen. Guckt euch das doch mal an hier. Bin die ganze Zeit der Wundumschläge saupen. Und es funktioniert nicht. Aha, müssen wir vielleicht wieder... Oh, ich wollte den Schalter deaktivieren.
gucken, was das bringt. Aha. Okay, ich glaube, der ist nur in der anderen Dimension so heftig drauf. Aber interessant, dass der in beiden Dimensionen existieren kann. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Du darfst vielleicht noch mal ein bisschen was saupen. Komm, Wund normalen, Wund im Klach. Los, Angriff! Kann ich sonst noch irgendwas aktivieren hier, außer den Schalter? Nee. Alles klar, dann gib ihm doch mal. Oh nein. Na toll, ich bin gleich total tot. Na geil, ey. Wie mache ich denn den Scheiß jetzt hier? Mehr hast du nicht drauf. Ach du Kacke, was kramt? Er kramt das aus seinem Bauch raus. Oh Gott. Ist das widerlich. Und wo ist jetzt der andere? Ach, der kämpft da hinten gegen den. Okay. Vielleicht mache ich mal hier Befreiung. Um Bedrohung von mir zu lenken. Bodenumschlag. Oh, jetzt ist er auch tot. Ja, schön. Scheiße, jetzt werden wir hier wieder gefangen. Okay, das probiere ich, glaube ich, noch einmal. Moment. Alles klar, ich habe gerade Jerick den Schalter umlegen lassen, direkt am Anfang des Kampfes. Wow! Boah, der macht trotzdem so heftig viel Schaden. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen aufteilen hier. Ein paar müssen von hinten angreifen. Was hat der denn da am Arsch? Ach, Ketten oder sowas. Haha. Den kann man am Arsch festhalten. So, ich glaube, wir sollten mal hier zweite Luft anwenden. Und ihn hier ein bisschen was trinken lassen, was saupen lassen. So, nein! Ich muss mich jetzt was saufen lassen hier. Schneller mal Rundumschlag. Schnell! Ja. Habe ich auch jetzt hier eine Beschichtung drauf? Oh, ich glaube, das habe ich gerade vergessen. Moment, das machen wir nochmal eben. So. Alles klar, kein Problem, kein Problem. Jetzt gibt ihm doch mal. Ich habe nur keinen Mana, ach, keine Ausdauer mehr. Oh, ist der Schalter jetzt weg? Haben wir jetzt gar keinen Schalter mehr? Oh nein. Oh, und ich bin gleich tot. Schön. Ich verpiesel nicht mehr so ganz schnell hier. Ja, komm, hier bin ich doch. In der Zwischenzeit können die sich ja schon mal heilen hier. Gute Idee. So. Ich sollte erstmal Schalter deaktivieren. So. Ich sollte mich natürlich auch nochmal heilen. Plupp. Und die wichtigen Sachen habe ich jetzt aktiv. Okay, nochmal eben. Ausdauertrank. Vielleicht noch einen kleinen. Und dann endlose Unruhe. Los. Flap, 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 flap. Oh, das macht ordentlich Schaden. Jetzt kapiere ich das auch, wie das funktioniert. Nein, da kommt noch so ein... Oh Gott, da kommt so ein Toter hier an. Scheiße. Ich glaube, du solltest mal beben oder sowas machen hier. Oh, der ist schon tot, natürlich. Schön. Schön, schön. Nein. Nein. Waffen können wir nicht mehr ausrichten. Ja, das glaube ich langsam auch. Versuch das mit Magie. Ich habe keine Magie, Alter. Wir müssen ihn wieder zurückholen in die echte Welt. Oh, er ist gleich tot. Kann ich ihn auch vielleicht mal ganz mit abrufen? Oh, ich bin gleich nochmal tot. Kacke. Nimm mal hier so einen Trank und ihn lasse ich erstmal hier den Schalter betätigen. Ja, super. Klasse, gib ihm jetzt mal. Wir haben ihn doch gleich. Vielleicht sollte vielleicht nochmal Säurefläschchen hinwerfen. Bam. Oh nein, da kommt natürlich noch einer. Oh Gott. Den mache ich aber sofort fertig mit Schicksal der Schwachen. Flap, Alter. Ja, geil. Nein! Boah, Glück gehabt. Den haben wir aber gleich. Noch ein paar verkackte Schläge. Ein bisschen Tiefschlag oder sowas. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kriegt er was? Und ach, er ist gleich auch tot. Ja, schön. Trink doch. Trink was Gutes. So, mach erstmal den Schalter da, während ich deinen Bruder nochmal rette. Mit schwacher Wutumschlag. Ja. Versuch das mit Magie. Ich bin kein Magier, du Peter. Nein, das reicht nicht. Ich muss nochmal einen Wutumschlag schon mal nehmen. Jetzt hier. Bin ich gleich wirklich tot. Jetzt aber. Ja. Bah, ist das hässlich. Bah. Kranke Scheiße. Ja, und jetzt, wo der Golem fertig ist, tot ist, können wir ja gar nichts mehr machen hier eigentlich. Ich nehme normal einen Schlag. Macht das Vieh doch platt hier. Oh, da sind noch mehr von diesen. Was, wo kommen die denn jetzt her? Aufs Maul oder so, hä? Nerv nicht rum, Junge. Ach ja, er ist gleich auch tot. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Was geht denn hier ab, ey? Trink doch, Junge. Scheiße. Ey, wie heftig das hier ist. Kacke. Und wo will er denn hin? Wo will Jake jetzt hin? Jake, bleib bloß hier. Ach, das ist er hier. Ja, genau.
Hilfe nochmal hier, diese verkackten Biester wegzukriegen. Oh, natürlich. Jetzt sind wir wieder hier weg. Sind wir wieder in dieser komischen Welt. Wie mache ich das denn jetzt hier? Wo ist der nächste Schalter? Schalter, schnell! Ja, Hauptsache Jerry greift den wieder an. Na toll. Ich brauche wieder einen Schalter hier, schnell! Da muss doch einer wieder auftauchen eigentlich. Ja. Ach, er beschwört hier sein Bronto. Und ich müsste einfach mal zwei Waffen frei machen hier. Jawohl. Die haben wir gleich. Nein, er labt sich an den toten Körpern hier, kann das sein? Schalter werden hier angezeigt. Ja, wir müssen darauf achten, dass hier wieder die Schalter aktiv werden. Gib ihm schnell! Er labt sich an den Leichenteilen da. Nein, schnell! Und du halt dich mal, du Hund. Angriff, hallo, alle auf den drauf. Oh nein, erstmal auf den hier drauf. Der nervt hier erstmal dick hier. Und flapp. Ja. Ich sollte vielleicht nochmal hier so eine Beschichtung drauf machen, wie, ja, komm, stiller Tod. Ja, genau. Gute Idee. Momentum und Kampfrausch. Ach, und jetzt kommt er nochmal mit so einem Typen hier an. Zweite Luft, schnell. Und auf ihn hier. Schicksal der Schwachen am besten, damit er schnell weg ist. Ja. Geil. Oh nein, er nochmal hier was trinken. Ey, wie viel ich trinken muss, das ist unglaublich. So viel habe ich noch nie an Wutumschlägen verbraucht. Das ist wirklich mega pervers. Mach doch mal hier irgendwas, also nicht was Geiles oder sowas hier. Unruhe, ein tödlicher Schlag. Ja, das muss erstmal sitzen hier. Komm, ich benutze schon die geilsten Sachen hier, die ich überhaupt habe. Jenseits des Schleiers und sowas. Oh, wie schnell das Vieh ist. Das gibt's ja nicht. Jetzt können wir es wieder verwunden. Schnell. Lasst mich ganz schnell Explosion des Nichts anwenden. Das könnte vielleicht funktionuckeln. Und jetzt. Bam. Jawohl. Und vielleicht den hier ordentlich mitgenommen haben. Oh nein, das ist wieder meine Ausdauer leer. Scheiße. Eben hier so einen Ausdauertrank nehmen. Jawohl. Das dürfte eigentlich gleich... Oh nein, wie viel Schaden der macht. Kacke. Schnell, trink da was. Nein, jetzt ist der eine schon tot. Kacke. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll. Wo jetzt schon total viele tot sind. Trink da was, nein. Es ist einfach nicht möglich, auf diesem Schwierigkeitsgrad den zu plätten. Ich glaube, ich stelle jetzt mal ganz kurz auf leicht. Gucken, ob das innerhalb des Kampfes noch irgendwie was bringt. Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Krieg da was, schnell! Ja. Na komm, mach erstmal den hier platt. Bringt das was? Nein, das bringt gar nichts. Okay, wir sehen uns wieder an derselben Stelle mit der Schwierigkeitsstufe leicht. Bis gleich. So, jetzt wo er wirklich alle Leichenhaufen da abgeerntet hat, der Ernter, ist er jetzt verwundbar. Und so wie ich das jetzt checke, hat er keine Leute mehr hier, die er beschwören kann. Deswegen ist er gleich weg vom Fenster. Hier jetzt auch. So. Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt. Zeit zu gehen, Jerrick. Die Schmiede ist zerstört, wie Darien es wollte. Die Kreatur ist tot. Es könnte noch Notizen geben. Mehr Informationen, um es... Nein, Jerrick. Es gab schon genug Tote. Das war's. Es ist vorbei. Alles ist verloren. Nein, Bruder. Wir leben noch. Gehen wir nach Hause. Ist ja widerlich. Oh Gott, ja, denn die Credits werde ich mal kurz überspringen. So. Ja, ich hoffe, euch hat dieser ganz kurze DLC gefallen. Ich werde dann mal übermorgen wahrscheinlich dann mit... Warte, diesen Part werde ich jetzt am Donnerstag hochladen, wenn ich richtig liege. Dann wird der
letzte DLC Hexenjagd, wo wir auf Morrigans Suche gehen, also auf der Suche nach Morrigan gehen. Ja, am Samstag normalerweise. Ja, hoffe ich krieg das so hin. Wir wollten nämlich Samstag nochmal zum Dortmunder Weihnachtsmarkt. Ja, ihr wisst ja, wie das letztes Mal geendet hat. Und dann, ja, hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann bei Hexenjagd wieder. Bis dann, ciao.